So, guten Morgen zusammen. Ihr seht schon, hier sehen wir die neue Panzerfaust. Also, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, weil der Panzer ist ja nicht gerade der schnellste. Und damit kann man, denke ich mal, den Panzer schon auseinandernehmen. Gegner auch, aber ich denke mal, dass man der Rakete relativ zügig ausweichen kann. Interessanter wird es aber erst, wenn wir wieder bauen dürfen, weil das Ding wird richtig Schaden machen. Weil ich habe mir mal die Statistik angeguckt, weil wir können mal gerade selber reingucken. Das ist wirklich geisteskrank. Warte mal, insgesamt an Building, also auch an dem, was wir dann bauen, soll dann 660 Schaden gemacht werden. Nachladezeit ist 3,2 Sekunden. Clip Size, I don't know. Dann Damage pro Sekunde ist 110. Also es ist relativ OP. Die Frage ist halt wirklich, wie genau kann man damit schießen und hast nicht gesehen. Also wenn der Baumodus wieder drin ist und die Rakete ist auch drin, ich glaube, das wird nicht ganz so lustig, weil die, die bauen, die werden, glaube ich, jetzt nur noch bestraft und sollten am besten erstmal nur Arena spielen. Wie gesagt, ich wollte euch einfach nur das Gameplay mal zeigen mit dem neuen Raketenwerfer, der jetzt reinkommen wird oder der sogar drin ist, weil auf dem PC habe ich gerade ein Update. Kann es nicht genau sagen. Also in dem Sinne, wir schauen einfach mal, was das Ganze so bringt, wie wir am Ende damit umgehen müssen. Und in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Wenn ihr ein Like da lassen wollt oder ein Abo, würde mich sehr freuen. In dem Sinne, haut rein.